Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt in den letzten Vorbereitungen. Die 14. Nacht steht an. Wir sind, glaube ich, ganz gut aufgestellt mit zwei Mauern und deswegen kämpfen wir ums Überleben. Das wäre einmal der Sanitäter. Hallo. Hallo. Der Samonas. Hallo. Und Sarutas. Los. Jetzt renne ich hier schon wieder durch die Gegend. Ich wollte doch eigentlich einen Baum abholzen. Ist dein Kopf schon zu Hause? Oder schon im Tod? Wir sterben nicht. Das, Sagst du? Ach. Ja, das sage ich. Wenn ja, wer stirbt, dann sind es die Zombies. Eben. Wir sind komplett sicher da drin. Na, Du bei euch machst drei, wenn ich dir. mit euch dreien da in der Bude bin, würde ich das nicht unterschreiben. Mit Ah, komplett doch. sicher. Ah, draußen bleiben. doch, PvP geht ja noch nicht. Also, für uns bist du sicher. Ja, das Problem haben wir leider noch nicht lösen können. Oder Zombie. vielmehr, Sarutas. Zombie? Haushilfe? Ah, ich weiß nicht, ich glaube, einen kriege ich gerade so platt. Okay. Echt, wirklich? Bist du da ganz sicher? Ja, so sicher, wie ich einen Level 8er Stego platt kriege. Okay, wir kommen her. Ja. Also ich komme und helf mal. Wo bist du gerade? Fetti! Ah, da bist du. Alter! Ich kaputt. Da soll ich eigentlich was helfen, irgendwas abklopfen, weil ich bin jetzt hier unten gerade in der Mine und klopfe einfach ein bisschen Metall ab. Ist doch gut. Also, ehrlich gesagt, wüsste ich jetzt sonst nichts weiter. Also, ich renne hier draußen rum, mache die paar Bike-Locks, die. Ups. Wenn jemand Metall in der Tasche hat, unter der Brücke ist ein Spike-Lock ein bisschen damaged. Weil wegfahren will ich jetzt ungern jetzt noch. Könnte doof enden. Weil das halt das, was wir jetzt noch machen können. Es macht keinen Sinn, jetzt noch irgendwie hier draußen was zu bauen. Ich Wenn auch nicht. dann diese zum Verlangsamen, die Spikes. Das könnte man noch in der zweiten Reihe davor setzen. Ja. Die Frage, wie lange? Oder mit 1 Abstand zum Beispiel Na, hinsetze. lieber 2 Abstand. Wir wollen ja auch noch gut durchkommen, ohne uns selbst abzustechen. Lohnt sich das überhaupt mit dem Also die Verlangsamen? normalen Spikes. Also ich glaube, weil da die sind ja so teuer, die lohnt sich glaube ich schon, wenn man genug Holz hat. Ja, verlangsamen die denn nur beim Durchrennen oder haben die dann auch so einen Buff? Nee, nur beim Durchrennen. Aber man kann halt dann mit dem Bogen draufballern so lange. Also, Ja, klar. ich könnte 79 Stück herstellen mit 8000 Holz. Schon Setzt ein dann bisschen was. natürlich voraus, dass wir die dann auch sehen können. Also müssen wir auf die äußerste Mauer gehen. Und Strahler bräuchten dann bestenfalls noch. Ach, zur Not haben wir die Minenhelme. Die leuchten auch schon gut was aus, aber ich bin natürlich recht, die Strahler denn besser. Ja, wir haben ja noch ein paar Batterien drin. Wir brauchen Batterien, die Lichter dazu. Sicher wie eh und je. Also, wir sind Untergang geweiht. Immer diese negativen Leute hier. Ja. Wären eigentlich gerade erschossen, wenn es gehen würde, ne? Ja, lieber negativ, wie dass man nach enttäuscht ist. Ich glaube an eure Fähigkeiten. Na, ja, wenigstens einer dabei. Wie macht man jetzt die Strahle eigentlich? Gibt's ein neues Rezept? Keine Ahnung, habe ich noch nicht wieder gebaut.
Wo gräbt denn hier einer? Tobi unter uns. Ist aber nicht tief. Nö, das Metall ist ja direkt unter dem Haus. Ich höre hier die ganze Zeit Sand. Ja, ich habe gerade ein bisschen abgebuddelt. Man braucht dafür jetzt Elektronik ist Parts. Hammer und Mass. Scheinwerfer. Könnten wir auch haben. Dann Batterie vom Auto. Klebeband und Eisen. Lässt du mich mal kurz an die Smitty ran? Ja. Wir haben ja schon zwei Rüstungsteile genommen. Das ist gut. Vielleicht sparen wir uns auf, oder? Oder soll ich mal 50. Wir bräuchten 50 Metall pro Scheinwerfer. Und die Spikes ein bisschen. Nee, ne? Die Spikes würde ich euch verlassen erstmal. Dann gucke ich oben mal, wie viele Batterien wir da haben, wo wir nicht brauchen unbedingt. So, wer hat sich jetzt schon Eisenrüstungsteile genommen? Ich habe Hose und Schuhe. Sonst noch jemand? Ich hab gar nichts. Rocky? Ja. Einmal Schuhe habe ich in meine Kiste über den Fortschrank gelegt. Ich habe außerdem ein paar zu viel rausgenommen. Ah, okay. Ich wusste nämlich, ich hab's nämlich genau angeschmissen, deswegen. So. Lauft schon jemand neben mir? Ich Hunger. Und mir ist heiß. Dann zieh einen Mantel aus. Mach ich auch gleich. So höher gehe ich nicht mehr. Nee, ich lieber nicht. Ich bin ja gerade nur in den Schrank drinnen. Weil ein zweites Minibike wollen wir erstmal nicht bauen, oder? Nö, bringt ja nichts. Nee, dann nehme ich auch die 350er Batterie. Wir bräuchten am besten 4 Strahler, oder? Jede Ecke 1. So, wem noch Metallrüstung fehlt, in der Rüstungskiste liegen restliche Teile für jeden. Ja. So, was haben wir noch an Material? Stein ist ein bisschen was da, Clay ist nicht so viel mehr da, okay. Schaufel. Und ich baue mal 4 Strahler. Beziehungsweise, warte mal, bevor du jetzt die Strahler baust, wie viele Batterien haben wir denn? 5 Stück. Weil wir sollten ja dann auch noch vielleicht das eine oder andere Minibike bauen, oder? Ich hab und da fehlt noch der Lenker dafür. Kann man den nicht bauen? Theoretisch ja. Eigentlich hat man doch dann ein Rezept, dass man den zusammenbauen kann. Weiß ich, kann man rein. Man braucht das Rezept hier auch für eine Lenkerherstellung. Das ist aber alles in diesem Buch drin. Ja, ist alles in meinem Buch drin, ja. Ja, aber haben wir den Teile dafür? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was es kostet. Ja, gut. Ein Handgriff brauchen wir. Jemand draußen ankommt? Ja, ich habe eine Schale in Sicht. Handgriff. Also wir könnten noch eins bauen, also das Problem ist nicht. Na dann. Wo ist Frage, was ist gerade wichtiger? Wollt ihr nach die Strahler oder jetzt erstmal noch ein Minibike bauen? Ich sag mal so, wenn wir das nächste Mal wieder Autos zerlegen, in der nächsten größeren Stadt Autos zerlegen. Na, aber haben wir ja wieder alles drin eigentlich. Also ich gehe auf jeden Fall, wenn die Nacht vorbei ist, in die Stadt nach oben. Die ganz oben links. Weil da ist schon ein Werkzeugladen. Gucken, dass wir einen Beschieber bekommen. Man, den brauchen wir auch unbedingt. Man kann ja auch dann gucken, ob die Stadt bei uns ja wieder respawned ist. Das dauert ein paar Tage. 7 Tage. Boah, brauchen die ewig. Aber bedenkt, die erste Stadt, wo man bei uns in der Nähe ist, die ist, glaube ich, dürfte wieder respawned sein, oder? Die müsste wieder respawned sein und der See auch. Und soll ich jetzt Schweine verbauen, die 4 Stück? Ich habe da eben jetzt eine Batterie mit 24, 220, 300 und 350. Und eine 580er Batterie ist auch drin. Das müsst ihr jetzt auch mit entscheiden.
weiß es halt nicht so genau. Was das Beste ist an der Stelle. Batterien kann man doch wieder rausnehmen, oder? Ja. Dann ist ja Latte. Weil ich könnte 4 Stück jetzt herstellen. Ich habe alles im Inventar für 4 Stück. Und Batterien kriegt man immer beim Auto zerlegen. Naja, nicht immer, aber hin und wieder ja. Ich bring von der Stadt da oben auf jeden Fall welche mit. Nee, Zombie, ich will jetzt gerade nicht spielen. Warum nicht? Ich riech gerade so gut. Dann geh baden. Nee. Bei uns ist auch ein Zombie, wie ich gerade höre. Lieber nicht. Nicht ran. Autsch. Also du sagst, 2 Reihen Abstand lassen zwischen den. Ja, damit man sicherer, damit man besser durchlaufen kann. Eine ist echt ein bisschen knapp, da musst du echt aufpassen. Wenn du mal schnell durchläufst, hast du ein Problem. Wahnsinn, wie schnell die kaputt gehen, die Spikes, ne? Ja, sind ja auch nur aus Holz. Aber gut, Holz haben wir genug. Fleisch mitgebracht, immer gut. Noch ein Beaker. Ich hätte hier nochmal ein Rezept für ein First Aid Kit. Kann einer von euch haben, ich hab's ja schon gelernt. Ich hätte schon fast gesagt, okay, dann kann er sich nämlich für sein Science Skill. Ah ja, für die Chemietisch. Genau. Wollen wir eigentlich noch eine dritte Mauer setzen, weil dann platze ich gerade die Spikes falsch. Da müsste ich ja eigentlich 3 Abstand halten. Ich glaube nicht, ich glaube 2 erreichen. 3 wäre echt ein bisschen übertrieben. Ja, ne, warum denn? Weil die normalen Woodlock Spikes, die haben ja nicht so große Range, oder? Da kann man auch wenn einen Mauerabstand ja, durchlaufen. Weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Also ich persönlich mag eine Reihe dazwischen immer nicht, weil mal ein bisschen zu weit links oder rechts und dann kriegst du eingeditscht. Also eine Reihe ist auf jeden Fall Platz. Übrigens, wir brauchen noch Frames, denn der Überhang ist noch nicht fertig. Ja. Ich mach ja schon wieder Holz. Theoretisch gesehen bräuchte man ja eigentlich auch noch einen Überhang an der äußeren Mauer innen, für den Fall, dass sie durchkommen. Ich glaube, da dürfte der Überhang noch da sein. Ne, innen nicht. An der inneren Mauer außen ja, aber an der äußeren Mauer innen nicht. Wieso, was bringt das? Ja, wenn die Krabbler, wenn ein Loch an der äußeren Mauer ist und die Krabbler kommen in die innere Mauer, dann könnten sie theoretisch gesehen auf die Dings Außenmauer drauf kommen. Ist eher unwahrscheinlich, dann müssten sie nämlich erstmal durch die Wand durchkommen. Was wir zu verhindern versuchen. Ja, aber das ist doch dann auch egal, oder nicht? Nee. Aber dann haben wir die Mauer doch sowieso verloren. Ob die denn nun da oben drauf tanzen oder nicht? Ja, aber die können ja immer noch über die Brücke in die auf die innere Mauer. Ja, die kann man ja dann abreißen. Die Brücke kann man ja wegnehmen. Also jetzt, also heute brauchen wir sie nicht unbedingt. Später muss man auf jeden Fall innen und außen sicher haben. Jetzt aber dann auch nicht unbedingt mit diesen Rahmen machen, sondern eher mit den Metallgittern. Oh gut, das dauert noch ein bisschen. Ja. Wobei, mittlerweile, wenn ich so gucke, was wir an Scrap Iron da haben. Also gar nicht, warum wir so viel Scrap Iron haben. Woher auch immer das herkommt. Vom Zerlegen von Sachen. Oh, da kommt da so viel raus. Wir haben ein paar 5000er Stacks. Und Autos zerlegen, Klimas zerlegen. Naja. Kommt doch viel Scrap Iron raus. Wo sind denn die ganzen Waffenteile? Hast du die alle zusammengebaut gekriegt? Ja. Okay.
Meine Kiste gut leer war. Ich hab sie auch zusammengebaut, zu die zwei kleine zu einer größeren. Ich hab's kombiniert. Ah, okay. Gut. Dass wir auch umso bessere Waffen kriegen. Jo, macht ja Sinn. Wir brauchen ja bloß von jedem eins eigentlich. Von jedem, eins eine Pistole oder ein Gewehr. Ja, je nachdem, was halt so die Präferenzen sind. Weil ich habe ja eine Pistole und eine Longnake gerade. Ein Jagdgewehr. Mhm. Ich habe gerade eine Magnum, mehr nicht. Ohne Munition, wenn ich es richtig sehe. Ja. Oh, Kacke. Was los? Ich habe unseren Weg weggegraben, nach unten. Ja, da musst du halt wieder hinsetzen mit ein paar Frames. Am besten die Rampenframes, dann merkt man es nicht. Ja, also jetzt gerade nicht runterrennen, weil da geht ein tiefes Loch runter, ne? Ich hab unten drunter durchbuddelt und dann ist halt alles von oben runter gestürzt. Jo, klar, das ist normal. Hatte ich jetzt gerade schon gefragt, ob du die Spikes baust? Nein. Ich habe jetzt 70 Stück gebaut gehabt. Eben noch nicht alle durch, aber. Ja, die dauern. Die reichen nicht. Ich habe schon ein paar Spikes da schon gesetzt. Oh, ja, ich auch. Wahrscheinlich habe ich dann jetzt die andere Seite schon angefangen. Ich habe ja von, wenn man vom Eingang steht, rechts. Mit zwei Abstand. Da habe ich einen Gang von 2 Stück die Stunde Platz. Oh. Haben wir noch eine Axt? In der Kiste. Oh ja, meine Axt, die tue ich ja kurz reparieren. Das Reparieren lohnt sich doch gar nicht. Für die, wo ich hab, ja. Die 580er. Nein, es liegt keine Axt mehr in der Kiste. Weil die 580er, die lohnt sich zu reparieren, oder? Ja. Weiß nicht. Kann mir vielleicht jemand Rampen bauen? Oder ist das eine Steinaxt? Eben. Du hast was ordentliches gefunden. Meine oder wir? Ja. Das ist eine Metallaxt. Metall Fire Axe. Dann reparieren auf jeden Fall. Das ist, war ja die, was der Ruders mitgebracht hat, mal für Loot Tour. Wo ich auch vorher bei der Loot Tour. Da sind übrigens 2 Steinäxte drin. Ja, ich wollte Holz hacken. Hat jemand. Hast du Dings mitgebracht? Da. Ich bin. Ich kümmere mich. Wir haben keine Metalläxte. Ja, dann bau welche. Oder hatte ich die schon gebaut und die sind unten in der Forge-Dings? Das kann ja auch das nachgucken. Ich gehe da jetzt nicht runter. Ich kann gleich noch ein paar anwerfen. Wir hätten jetzt auch unten noch 3 Eisen. 3 geschmiedete. Ja, das reicht nicht. Ich glaube 20 oder so, wir es bestimmt brauchen. Ja, ich glaube pro Teil 20. Ah, ich weiß was so ist. Unten, die haben kein Holz mehr zum Weiterbrenner. Ja, ich wollte ja gerade Holz hacken, genau dafür. Aber jetzt muss er erst mal eine Brücke bauen hier. Ja, bin ja gerade dabei. Ich lass mal 200 Eisen raus. Ja, unser Maulwurf. Diesmal nicht ich. Ich habe jetzt in jede Forge 1200 Holz reingelegt. Und beide wieder eingeschaltet. Mhm. Ich muss auch sagen, der. Richtig blöd die Ader hier gelaufen. Dankeschön. Ist wieder ganz.
Immer die Minenarbeiter, ne? Ja, schlimm sowas. Und hat er mich eingebaut. Und er freibuddelt. Tja. So, und ich mache jetzt wirklich noch ein bisschen mehr Holz, um mehr Spike zu bauen. Aber irgendwo müssen wir noch einen Gang freilassen, ne? Hm? Einen Wohngang freilassen. Ja, dass wir da reinkommen zum Looten. Ich würde sagen, wir machen es einfach komplett außen rum und dann, wenn wir looten gehen, müssen wir eine weghauen. Ist ja auch, ist auch nicht so. Wahrscheinlich ist da sowieso so viel Verlust. So viel weg. Ja, ein paar weg, ja. Ich mache ja nur eine Reihe. Ich mache ja auch nur eine Reihe. Und ich schlug nämlich sehr viel Holz. Und da auch eine halbe Ewigkeit. Aber Holzfarm geht jetzt eigentlich zurzeit sehr schnell. Die Leder, Beinschienen kann man wegwerfen, oder? Scrappen und in die untere Kiste tun. Die kann ich scrappen. Was? Die Lederbeinschienen. Warte, dann tu sie mal die obere Kiste, weil ich konnte meine Fans scrappen. Vielleicht liegt das am Skill. Weil ich kann sie nur viren, reparieren, ist grauen, fallen lassen. Dann tu sie in die obere Kiste, dann guck ich mal, okay. Weil ich konnte meine nämlich schon, ich konnte meine zerlegen. Ist vielleicht gut möglich, weil ich den Lederskill habe, dass ich die dann auch zerlegen darf. Aber meine Lederschuhe, die habe ich ja schon gescrappt. Das war ja solche Bundeswehrstiefel. So. Ich glaube, die Ader, die ist endlos hier, ne? Doch gut. Also ich kann scrappen. Liegt's wohl doch am Lederskill. Okay. Komme ich jetzt ganz nach unten, oder? Naja. Vielleicht liegt es auch in einem Skill, wo man Leder, naja, Tierleder zu Mannleder macht. Den habe ich ja, dieses Leatherworking. Ich glaube, ich gehe dann kurz noch ein Reh jagen. Mich guckt gerade so ein komisches Reh an. Wenn ein Reh da ist, immer umnieten. Denkst du, wie viel Reh ich schon mit dem Vorschlaghammer erschlagen habe? Übrigens, die Scheinwerfer sind fertig. Ja. Nehmen sie mal mit hoch gleich. Stahlaxt oder Eisenaxt? Ei. Was haben wir an Metall da? Dann kannst du auch Stahl machen. 61. Haben wir schon Stahlbahn da, oder? Aber dann müssen wir doch sowieso erst Stahl schmelzen. Ja, richtig. Deswegen habe ich gefragt. Wir haben 6000 fast von jedem. Also Iron und Clay. Und ich gucke, Kisten oben drüber sind ja auch noch randvoll. Soll ich mal 100 Stein machen? Dann haben wir ein bisschen was auf Vorrat. Jo, mach ruhig. Braucht gerade jemand Eisen? Sonst würde ich das abbrechen und. Das Eisen war ja für Werkzeug und was gedacht. So. Dann dauert das ein bisschen. Okay, ich hab dir mal die Lampen, ich weiß nicht, wo du sie hinsetzen willst, in die mittlere Supportkiste oben hingelegt. Okay. So. Weil ich hätte eigentlich fast gedacht, müsstest du in jede Ecke einsetzen. Sonst, wenn du gerade was da hast an Holz. Cool. Holz müsste auch hier ein bisschen was drin sein, ne? Krieg ich das da wieder raus? Was willst du wo rauskriegen? Holz. Dann baue ich nämlich jetzt erstmal. Eine Eisenaxt.
Da ist schon ein bisschen Eisen da. Sind die Spikes jetzt eigentlich drumherum? Ne, sind sie nicht. Oder soll ich gleich zwei bauen? Wir bauen ja gerade nebenbei. Also drei könnte ich insgesamt bauen. Mache ich eine Eisenaxt. Blitzhacke brauchen wir vielleicht auch noch eine. Aus Eisen oder nicht? Spitzhacke nicht aus Eisen, wenn aus Stahl. Klauenhammer brauchen wir aber noch. Ich glaube, da haben wir genug da. Ich gucke mal. Also meiner ist kaputt. Wir hätten auch eine Nagelpistole da zum Aufwerten dann. Wir haben eine Nagelpistole und zwei Clawhammers. Apropos, ich nehme gleich mal die Lagerpistole mit und repariere gleich nochmal. Na gut, dann. Also wenn Stahlspitzhacken auf jeden Fall. Haben wir keine mehr da. Boah, endlich mal gescheite Rüstung an. Und ich habe jetzt auch bei mir mal auf schneller fertigen ja geskillt. Ach, das ist ein Holzbalk. Oh. Ah, 770 von den Spikes dauern bei mir jetzt nur noch 7 Minuten. Oh, das mit den Forschern scheint ganz gut zu klappen. Scheint Ruhe zu haben. Ja, weil ich habe noch keinen Schrei in letzter Zeit gesehen. Oder gehört. So, was sagen denn unsere Koppelvorräte? 666, ob das ein Zeichen ist? Wenn dann kein gutes. Ich habe gesagt, wir sterben alle. Ach komm, dieser Schwarzmaler, ich hau dir gleich so ein paar Spikes oder den Arsch. Bleib's draußen. Vielleicht sind da deine Überlebenschancen dann höher. Ist doch kein Problem. Ja. Ich setz mich einfach aufs Motorrad und fahre im Kreis um die Base. Da fällt mir gerade ein, Armbrüste konnten wir noch gar nicht bauen, oder? Wir haben schon welche. Ich habe schon welche gebaut und in der Waffenkiste. Stimmt, ich habe Federn für mehr Pfeile. Stimmt, ich habe ja den Bogen in der Hand behalten, weil ich gesagt habe, ich verschieße erstmal die Pfeile. Ja. Genau. Und uns fehlen eben Federn, dass ich noch mehr Bolzen machen kann. Müssten wir am ehesten in die Wüste gehen, weil da findet man die Federn am besten. Ja, aber es lohnt sich gerade nicht. Ne, Moment, also ja, jetzt wäre gerade schlecht in die Wüste zu gehen. Haben wir noch irgendwo Klebeband? Klebeband müsste oben in der untersten Supportkiste sein. Ich bring's gleich rein, ich hab's auch schon im Inventar gelassen. Ich mach noch kurz einen Baum fertig, dann komm ich rein. Weil für die Schreiber habe ich ja Klebeband gebraucht. Rocky, bist du das, wo gerade Spike sitzt, oder? Ja. Ich werfe nur ein paar hin. Aufpassen. Hab sie alles. Okay. Da werden gerade bei mir nochmal 40 hergestellt. Ja. Die kriegen wir aber, glaube ich, nicht mehr fertig. Ich habe ja bei mir ja Crafting Speed auf 5 jetzt. Ein legtes Leben in die oberste Kiste mal rein. Das ist ja fast so schön wie bei Ark mit dem Umsnappen.
Naja, komm, so schlimm kann es nun wirklich nicht sein. Dachte ja auch fast. Aber du hast Crafting Speed 5, das heißt, du bist ein paar Level höher als ich. Ich bin Level 40. Du Arschkeks. Ich bin ein Fleißiger hier. Fleißig hier, ich geb dir gleich hier. Wenn ich nicht wäre, würdet ihr am Hungertuch nagen. Ich glaube selber nicht. Ich koche ja die ganze Zeit, also hier. Nicht meckern. Die normale Kiste leg ich mal meine Lederschienen rein. Im oberen Geschoss. Oh. Ein bisschen braucht die Axt noch. Kannst du denn gleich überhaupt noch gebrauchen? Ach, klar, jetzt noch 20 Uhr nochmal rausgehen, ist eine super Idee, finde ich. Ja, gut, übrigens, ich mach's dann gleich. 30 Minuten, jetzt bin ich mal Spielverderber. Ja. Wollte es auch gerade sagen, aber es ist schön, dass du die Schuld mal auf dich nimmst. Genau. Wenn ich mal der Böse sein muss. Von dem passt ja, in 2 Stunden kann man die nächste Folge machen, wenn es heiß hergeht. Also denn, machen wir Schluss. Ja. Ciao. Also dann, bis mach's zum gut. Tag der Toten. Bis dann. Bis dann, ciao.